Nun, die 12 Götter spielen hier keine Rolle, einzig und allein Paios. Er hat diese Insel unter seine Fittiche genommen und bewacht und bewahrt sie. Nun, Prios ist sicher der fürnehmste der 12. Aber es erscheint mir doch recht merkwürdig, dass die anderen hier nicht einmal Erwähnung finden. Nun, wir behalten die Lehren der Priesterkaiser bei. Nun, das schließt die anderen 11 Götter ein. Die sind Geschwister. Heda, Pajowa, schau mal nach dem Angroscho. Dem was? Dem Zwerg da drüben, der Kurze. Erklärt den Kindern die Götterlehre. Ja, Jawohl, Sekretarius. und dann war es so, dass der Herr Boron für den Schlaf zuständig war. Ja, er ist quasi das Gegenstück zu Praios. Praios ist das Licht, die Sonne, und Boron ist die Dunkelheit, die Nacht. Aber Boron ist nicht böse, auch wenn er für das Totenreich zuständig ist. Eigentlich ist er eher ein Stiller. Nun. Ja, und Voltax, du kannst erkennen, wie sich dann ein Sonnenlegionär dir nähert. Derweil bei den anderen Diamantes Goldhand, entrückter Donator Lumini und Raphim. Lumines im Singular, aber ja. Wir gehen genauso an Land und fragen uns, es wird vermutlich nicht so schwer sein, zu der Familie durch, die den Sonnenmarschall beherbergt. Es müsste ein Steinmetz sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, dann gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Dies ist Vielleicht kein über. Mirakel Plus Talent. Nein, ist es nicht. Also erschwert schon mal um 4 Punkte. Ist es Mirakel Minus? Für Prius? Könnte ich mir gut vorstellen. Eine Sekunde. Ja, es besteht die Möglichkeit. Eine Sekunde, dafür muss ich ins Forum. Darauf war ich nicht vorbereitet. WDG. Ja, Gut. eben nicht, denn ich hab ja Aber separate. die Raphim und Diamant, das kann das ja auch würfeln. Ich würfel erstmal und dann reden wir, ja? Ja, okay. Denn Mirakel Minus verdoppelt auch nur die Erschwernis und ja, auch noch mal eine 4 fange ich. Lass mich führen, dann muss ich auch nicht mehr würfeln. Ja, ich wollte gerade sagen, Also also im mit Grunde den geht er nochmal zu dem Punkten. Erstbesten hin, sagt Sonnenmarschall oder sagt Steinmetz und der zeigt in eine Richtung und dann geht's weiter. Ja, also vor allem, weil du auch leuchtest, die Kinder oder wer auch immer du fragst, Fischer, Holzfäller, die werden das wissen. So dass du dann nach grob. Du kannst auf alle Fälle Boltax erblicken. Ihr seid ja nur mit einer Viertelstunde, 20 Minuten Verspätung aufgebrochen, kannst ihn da erkennen, wie er dann sich vor vielen Kindern und Sonnenlegionären aufgebaut hat und dort ja sowas wie predigt. Zumindest kannst du dann ihm entweichen und auch den Sonnenlegionären und stehst dann in einer kleinen Hütte, an die du dann anklopfen kannst, beziehungsweise ihr drei. Ja, hör rein. Ich trete ein. Ja, Paar ist zum Gruße. kannst Goldhand, erkennen, hier um wie den dort. Marschall zu sehen. Ja, ich gehe schon raus. Damit kannst du sehen, wie einer wohl der Bewohner rausgeht, scheucht dann wohl noch zwei, drei Kinder raus, die dann wohl ebenso noch in der schwärzen Dunkelheit verborgen war. Und du kannst sehen, wie dort der Sonnenmarschall sitzt, hat wohl gerade etwas gegessen, was er dann beiseite schiebt und entzündet dann noch zwei, drei Kerzen, die vor ihm auf dem Tisch stehen, sodass in der Dunkelheit der Hütte doch noch etwas mehr Licht reinfällt. Blickt dich aus seinen tiefliegenden Augen an und nickt dir freundlich zu. Ah, sehr schön, ihr seid wieder da. Setzt euch. Euer ist mit euch. Wir bekamen eure Nachricht. Nun, das ist zumindest gut. Ich hatte euch allerdings früher erwartet. Wisst ihr von einem eurer Boote, das kürzlich ablegte Richtung Norden? Nun, ich habe keins in Auftrag gegeben. Meine eigene Flotte müsste auf der anderen Seite von Gilaskan liegen. Aber ich habe den Auftrag nicht gegeben. Diese haben wir getroffen. Ein Boot entfernte sich von hier gen Norden. Wir haben Edlaskan umrundet auf der Suche. Wir konnten weder jetzt noch Anzeichen von Manning finden. Nun, dazu weiß ich leider nichts. Ach ja, Frage aus dem Off. Als wir gelandet sind, war das Boot wieder da? Oder haben wir da nicht drauf geachtet? Nein, war nicht wieder da. Okay. Es ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch fort. Vermisst ihr Leute? Nun, ich habe wenige Leute hier, die meisten sind auf meinem Schiff. Aber selbstverständlich, Sonnenlegionären kann ich immer und überall befehlen. Allerdings bei den Bandstrahlern wird es schwieriger. Die stehen ohne Wenn und Aber unter dem, nun ja, unter der Knute von Gerowyn Cassius Hardenfels Albenhus.
Der Bahnstrahl hat schon immer seiner wahren Bestimmung gehorcht. Früher oder später. Nun, die Sonnenlegionäre, wie gesagt, kann ich befehligen, aber auch sie würden dann in einem merkwürdigen Zwielicht stehen, wenn sie anderslautende Befehle von dem Wahrer der Ordnung bekommen, der sie hier verpflichtet hat, oder meinen Worten, der sie überall verpflichtet hat. Kommt der Tag, an dem werden wir alle entscheiden müssen, zu wem wir stehen. Nun, der kommt auch sehr gewiss, aber wie gesagt, ich gab keine Befehle. Ich weiß also nicht, wer sie losgeschickt hat. Es kann durchaus sein, dass der Wahre der Ordnung seinen Protégé, Warnfried von Winterkalt, losgeschickt hat. Den habe ich seit einigen Tagen nicht gesehen. Was genau könnt ihr mir über das Vermächtnis des Priorslob erzählen? Priorslob? Das solltet ihr am besten den Wahrer der Ordnung fragen. Das ist nicht mein Metier. Nun, ich bin keiner der Priester-Kaiser-Anhänger. Aber da seid ihr auf der richtigen Insel. In der Tat. Er Was war auch immer. Ein Feldherr, meine ich. Von einem der ersten Priesterkaiser? Er war der erste Marschall der Sonnenlegion. Sicherlich wusstet ihr dies. Ja, selbstverständlich, aber ich habe mich wenig mit der Geschichte befasst. Ich lebe dann doch eher im Hier und Jetzt. Die alten Werte, die Cassius hochhält, sind nicht die meinen. Lasst mich so sagen. Aber kennt ihr eure Vorgänger aus dem Bandstrahl? Kennt ihr eure Vorgänger, die in Zorgern ihre Weihe empfangen haben? Alboins rechtes Auge hatte keinen Vorgänger. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich wollte nur sagen, es ist viele hundert Jahre her. Ich habe sie also nicht gekannt. Kann nur die Bücher studieren. Paios gab uns einen Hinweis. Was auch immer wir besuchen, liegt unter dem Tempel. Genauso wie das, was auch immer ihr sucht. Die Lichter. Die Funken des Lichtes. Ja, davon hat er wohl einige. Damit könnte man weitere Sonnentempel weihen. Viele sind im Jahr des Feuers zerstört worden. Heiliger Boden, der entweiht wurde. Aber deswegen seid ihr wohl nicht hier, oder? Nein. Tja. Also, wie gesagt, er mag der erste Sonnenmarschall gewesen sein, also mein Vorgänger, aber ich kannte ihn nicht. Die Schlüsselinformationen zu ihm müsstet ihr eigentlich hier finden können. Wurde er doch zusammen mit seinen, Schützlingen, den Priesterkaisern, ich meine hier bestattet. Oder umgebettet. Schaut in der Bibliothek nach. Wir haben derzeit Leute, die sich darum kümmern. Mach's gut. Derweil bei Sulamin und Abelmir. Nun, was sagt ihr dazu? Erkennt ihr die anderen Elfgötter an oder nicht? Wir erkennen sie an, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Lehre hier verbreitet werden muss. Zudem hat sich Rondra in der Vergangenheit einige, Patzer geleistet. Es steht und stirbt mich nicht an, das Wirken der Götter zu urteilen. Nun, ich finde es auch rechtlich merkwürdig, dass exische Götter übernommen worden sind, ohne zu hinterfragen. Hinterfragt ihr die zwölfgöttliche Ordnung? Ich hinterfrage sie nicht nur, wir lehren, dass Praios der wichtigste Götterfürst ist. Und wir scheinen der Einzige. Selbstverständlich, wer soll es sonst sein? Boron? Nein, ich meine der einzige Gott, den ihr anerkennt. Wollt ihr mich verurteilen? Ich bin nur hier, um euch zu protokollieren, nicht andersherum. Nun, ich denke, dieser Mann ist ja nicht alleine verantwortlich für die Zustände auf dieser Insel. Aber es ist doch sehr befremdlich. Aber natürlich ist es nicht eure persönliche Verantwortung. Er blickt euch jetzt skeptisch an, schiebt seinen Zwicker einmal weiter runter auf die Nasenspitze, blickt dann nochmal zu Kanisetianer, der mit einem schelmischen Grinsen, was ihr so gar nicht von ihm kennt, zu euch rüberguckt und blickt dann wieder auf die Papiere. Nun, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr bereit seid für das Wissen und um es zu empfangen. Vielleicht sollte ich noch einmal mit dem Wahrer der Ordnung darüber sprechen, was ihr hier alles nun zu erwerben versucht. Nun, was wir hier zu erwerben suchen, ist Wissen über den Praios-Kult. Ist das nicht in eurem Sinne?
Nein, ich werde euch ein Prios Vademecum zur Verfügung stellen. Das sollte für den Anfang genügen. Ihr könnt darüber sinnieren und wenn ihr es genug analysiert habt, dann könnt ihr sicherlich in, sagen wir, einem Monat die restlichen Schriften Buch für Buch nachbekommen. Ich fürchte, das würde uns wohl wenig Neues bieten. Nun, aber seht, es reicht auch nicht, die Schriften zu lesen. Ihr müsst sie studieren, verinnerlichen. Sie einfach nur zu lesen, damit ist euch nicht geholfen. Nun, deswegen sind wir auch hier, um die heiligen Stätten zu besuchen. Aber nun wollen wir erst einmal zur Bibliothek, denke ich. Das scheint mir wohl ein guter Ausgang. Ja, so könnt ihr am Marktplatz vorbeitreten, wo ihr den Stadttempel des Praios erblicken könnt, die Festungsanlage und die alte Kapelle, den Grafenpalast, den Kodis-Klosterkomplex, bis ihr dort dann ja durch vier Trakte geführt werdet, im Klosterkomplex selbst mit der Güldenen Halle, den Unterkünften vorbei, der Priesterschaft des Praios und dann in Richtung eines der Trakte gehen, der Tempelbibliothek, die vom Hüterorden gepflegt wird. Im Zentrum des Klosterhofes steht noch eine große Statue des Priesterkaisers Katai Priotin, dem 11., gefertigt aus maraskanischem Marmor und er trägt eine Schriftrolle, Symbolen der inquisitorischen Halsgerichtsordnung und in der linken reckt er sein Schwert nach oben in die Höhe, in dessen Heft ein großer Bernstein eingefasst ist. Die Spitze des Schwertes überragt die Dächer der Stadt. So könnt ihr in die Bibliothek treten. Es riecht muffig nach Büchern und ihr könnt vor euch erkennen, wie dort an einem Tresen eine Bibliothekarin sitzt, dutt nach oben gebunden, graue Haare. Und dann vor ihr steht tatsächlich sogar ordnungsgemäß ihr Titel und dass sie Schwester Ludegara heißt. Sie hat ebenso einen Zwicker wie der Sekretarius. Sie lächelt und nickt ihm einmal höflich zu und wendet sich dann euch zu. Nun, euer... Sie wünschen? Euer Ehrwürden? Schwester Ludegara, so steht es hier. Ja, Schwester Ludegara. Nun, wir suchen ältere Texte. Vielleicht könnt ihr uns dabei behilflich sein. Deswegen... Nun ja, kann ich sicherlich. Deswegen bin ich hier. Und unser... Nun ja, Gefährte hier, ich zeige mal auf den Alchemisten, sucht andere Werke. Die Anträge sind hier, glaube ich. Wisst ihr, wir suchen Zugang zu dem ursprünglichen, dem wahren Praios-Glauben und nun ja, seiner Geschichte. Ich denke, da sind wir hier ganz an dem richtigen Ort, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. Allerdings muss alles vorher genehmigt sein. Jede Recherchesuche muss schriftlich begründet vorliegen. Nun, dann geht doch am besten mit unserem Gelehrten hier einmal die Formulare durch. Ja, und gut, das Meistersekretarius? Der nickt nur und legt dir dann den großen Stapel von Dokumenten auf den Tisch. Sie fängt dann ebenso an, alles Wort für Wort zu lesen, nach Stempel zu prüfen, mit dem Finger drüber zu fahren und schaut dann immer wieder rüber. Der Sekretarius nickt das ein oder andere Mal und ja, so dieser Stapel wird höchstwahrscheinlich erstmal nicht kleiner werden. Währenddessen könnt ihr sehen, wie Canesetiana aufgeregt hin und her tippelt und mit seinen Fingern herumspielt. Nun, ist alles in Ordnung? Ja, selbstverständlich. Es braucht einige Zeit. Setzt euch doch dort drüben hin. Bei dem Stapel gibt uns 3 Stunden Zeit. Nun, vielleicht hättet ihr etwas Literatur, um unsere Zeit zu verkürzen. Ja, selbstverständlich. Einen Moment. Sie greift einmal unter den Pult und holt dann 3 Gesangsbücher heraus, die sie euch dann rüberschickt. Die sind schon ziemlich abgegriffen, aber ja, es sind Praios-gefällige Gesangsbücher aus der Kirche. 3 Stunden, denkt ihr wirklich? Selbst mit Unterstützung des Herrn Sekretarius? Nun, wie gesagt, das muss hier seine Ordnung haben. Nun gut, wenn ihr schon wisst, wie lange ihr braucht, dann können wir ja derweil auch noch etwas frische Luft schnappen.
Nein, ich würde euch bitten, hier zu warten. Sollte es Rückfragen geben, dann setzt euch doch bitte dorthin. Was für Rückfragen sollte es geben? Es steht doch alles in diesen Formularen. Ja, sicher, aber ich werde diese nicht prüfen, wenn ihr nicht vor. Ihr könntet ja wieder zurück. Nun ja, ich weiß nicht, ihr seid nicht von hier, auf euer Schiff. Das ist alles nicht konform. Das ist alles nicht ordentlich. Habt ihr denn Angst, dass wir davonlaufen? Wir sind immerhin hier, um die Bibliothek zu besuchen. Nun, ich würde mich trotzdem wohler fühlen, wenn ihr hier bleiben würdet. Nun, ob ihr euch wohlfühlt, muss uns nicht scheren, nicht wahr? Sollte es mit irgendwelchen Formularen Probleme geben, legt sie doch auf einen separaten Stapel und wir können das besprechen, wenn wir in, sagen wir, 2 bis 3 Stunden zurück sind. Dann könnt ihr in Ruhe eure Arbeit machen und wir müssen nicht die ganze Zeit hier sitzen. Da sind wir schon erschöpft, bevor unsere eigentlichen Recherche losgeht. Also gut. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr ja unseren Gefährten hier fragen. Ich werde euch begleiten, wenn ihr von hier aufbrecht. Kein Problem. Ist das so, Sekretarius? Ja, selbstverständlich. Dann sind es sicherlich 5 Stunden, wenn ihr nicht hier bleibt. Kein Problem, Sie haben die Zeit. Also gut, dann schnappen wir wieder frische Luft. Mir verdreht die Augen. Bürokratie. Ordnung. Wie auch immer man es nennen mag. Derweil bei den anderen. Was mich herbringt, Marschall, ist eure Nachricht. Ja. Spricht. Karos schickte mir eine Vision. Sie wies mich aus den brennenden Ruinen Garets unter den Tempel. Ich hoffe, dass die Erneuerung der Kirche dort zu finden ist. Ebenso wie was auch immer ihr sucht. Das Vermächtnis des Preiaslob. Unser Kundiger an Bord wies uns darauf hin, dass damit vermutlich sein Schwert namens Greifenklau genannt sei. Da damit in der Schlacht von Braunklamm viele Rundrianer fielen, vermuten wir ebenso, dass es das ist, worauf Belharion Menning aus ist. Es scheint, als hätte das Schicksal uns zufällig alle an denselben Ort geführt. Nun, auf den Questen der Quanione sicherlich. Da sollte man sich nicht über Zufälle beklagen. Denn überall dort, wo Quadion erblühen, will Praius, dass wir wandeln und forschen. Die Suche nach dem ewigen Licht ist nicht unsere. Aber jetzt, wo wir hier sind, stehen wir euch zur Verfügung. Nun, das ist gut zu wissen. Praius beruft merkwürdige Helden dieser Tage. Aber sie werden von seinem Licht überrührt. Und man sollte sich nicht gegen seinen Willen wehren. Mir setzt sich allerdings immer mehr das Gefühl in den Nacken, dass sowohl der Wahrer der Ordnung als auch seine Untergebenen unserer Sache nicht gewogen sind. Nun, ich vermute, es ist weniger damit begründet, dass sie die Quanionsqueste missbilligen, sondern vielmehr, dass sie ihre Geheimnisse bewahren wollen, die sie seit so sehr langer Zeit hüten. Und die Preiskirche hat ein Recht auf ihre Geheimnisse, die soll man ihnen ja nicht verwehren. Nur lügen, das sollen sie nicht. Was im Lichte vergeht, das darf im Schatten nicht sein. Wir werden dieser Sache auf den Grund gehen. Mit allen Mitteln, wenn nötig. Ich mag euch, Goldhand. Ich weiß zwar nicht, wie viele der Gerüchte über euch wahr sind, aber... Ach, gerade in diesem entrückten Zustand gefällt ihr mir. Nichtsdestotrotz ist es unser beider Interesse, so wenig wie möglich Schaden an Praias und seiner Kirche anzurichten. Und gerade im Zuge der Quanionsqueste sollte man sich natürlich über die Grundzüge seiner Kirchenstruktur Gedanken machen, aber sie zerschlagen sollte man auf gar keinen Fall. Zerschlagen wurde sie bereits. Die Teile Kolakais haben dies für uns getan. Nun, nur weil ein paar Splitter auf den Sonnentempel stürzen, geht die Kirche davon nicht unter. Ja, wir haben das goldene Licht verloren, aber ja, wir werden es wiederfinden, so wie wir schon einmal getan haben. Nicht nur hat sie das goldene Licht verloren, sie hat auch seinen Sohn, den Praios uns gegeben hat, verstoßen. Wir werden siegreich sein. Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass wir es schaffen. Es sei. Es sei. Habt ihr einen Plan? Nun, Verhandlungen mit dem Wahrer der Ordnung sind schwer.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihm eine der vielen Funken entrücken kann. Aber ich werde es weiter versuchen. Wenn ich euch währenddessen auf eurer Queste unterstützen kann, nach dem Erbe des Sonnenmarschalls, des ersten Sonnenmarschalls, selbstverständlich kann ich euch helfen. Zu allermindest muss sichergestellt werden, dass Hafaks Gefährten und Streitkräfte es nicht in die Hände bekommen können. Wir werden abwarten, was unsere Leute in der Tempelbibliothek zutage fördern. Wenn wir mehr wissen, werden wir handeln. Seid bereit. Oh, verständigt mich gerne, ihr werdet mich hier finden, wenn ich nicht in wahrer Ordnung bin. Wenn es euch zuzumuten ist, versucht in der Zeit herauszufinden, was mit eurem Boot geschehen ist. Das werde ich tun, danke. Paris mit euch. Und mit euch. Ich weiß wie gesagt nicht, was Hafax mit mir vorhat. Habe ich ihm doch keinen Unbill bisher getan. Vielleicht wird es Zeit, dass ich die Sonnenlegion einmal in Richtung Mandana schicke. Was meint ihr? Wir sollten uns nicht vom wahren Feind ablenken lassen. Er ist der wahre Feind. Einer von vielen. Das Böse hat viele Köpfe. Und einen abzuschlagen lohnt euch nicht. Lohnt sich nicht, wenn euch zwei davon fressen. Das hat es. Ihr habt recht. Ich werde darüber nachsinnen. Alles wird uns die richtige Antwort geben. Wie gesagt, Erlan bleibt noch einen Moment lang im offenen Türrahmen stehen, schaut dann zu Diamantus und Raphim, die irgendwie, ich nehme mal an, neben ihm saßen oder hinter ihm standen. Ja. Geht dann hinaus. Diamantus. Ja, Raphim, was meinst du, wen meinst du, meinte der Sonnenmarschall mit diesen komischen, eigenartigen Helden? Boltax, Abelmir? Ja, das würde ich auch vermuten. Wir sind doch ganz adrett, würde ich sagen. Ja, zu dieser Behauptung stehe ich auch. Ja, ich habe mir doch erst kürzlich den Kopf rasiert. Ja, sieht man, wenn man zumindest einige Wochen mit dir auf dem Schiff gereist ist. Ja. Oh, wo rennt denn der Greifenmund schon wieder hin? Ja, ihr seid beide geneigt, die Rechtschaffenden in Verwirrung zu führen. Hört auf euch zu streiten, wer der Schlimmste ist. So sehr sind sie hinters Licht geführt worden, dass sie selbst meine Gestalt nicht mehr als eine der ihren anerkennen wollen, wenn wir es auf die Spitze bringen. Ja, aber sonst geht's dir gut. Nie besser. Naja, dann sind wir ja wunschlos glücklich. Hört es eigentlich irgendwann auch wieder auf, das mit dem Leuchten? Ja. Ja, weiß ich nicht, wie lange das bei ihm dauert. Kommt drauf an, wie der er sich gerade Preios nah fühlt. Eine Lüge unterliegt stets der Gefahr der Entdeckung. Die Wahrheit hingegen währt ewig. Und jetzt wollen wir wieder aufs Schiff, bevor der Sekretarius merkt, dass wir weg sind, oder was ist der Plan? Wir werden dort auf unsere Kameraden warten. Sie werden uns mehr sagen. Dann werden wir planen. Oh, wunderbar. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit zu trainieren. Kommt schon, Diamantis. Das wird doch spannend. Ja, gut. Und mit irgendwas müssen wir uns die Zeit hier vertreiben. Richtig. Als ihr den Strand wieder nach unten geht, könnt ihr kurz vor dem Wasser etwas erblicken, was dort wächst. Ein goldschimmernder Kelch. Eine Quanione. Erlan tut einige vorsichtige Schritte darauf zu und fällt vor der Blume auf die Knie. Seht! Seht! Eios goldene Tränen. Vergessen, vergossen in den Fußspuren der Rechtschaffenen. Aus ihnen erwachsen solche Blüten. Sie sind auf einem heiligen Weg, meine Freunde. Ja, was ist das da jetzt wieder? Wirklich schöne Blume. Dies ist keine Blume. Es ist eine Quanione. Göttlichkeit manifest. Alvarans Wille. Ein Lichtstrahl aus einer besseren Zeit. Meine, du hast doch auch schon mal eine Blume mitgebracht und hast dich dann eine Stunde lang mit Kalinzintiana gestritten, dass es ein Junge sei. Ich mache meinen Geldbeutel leer, kippe den einfach hier in den Sand und topfe die Quanione in den Geldbeutel um. Kein Problem.
Und dann nehmen wir sie mit und sitzen da rum, bis kein Setianer da ist. Derweil bei Boltax. Du kannst sehen, wie Adu predigst und predigst und erzählst von Sumu, von Ingrim, Angrosch, den Zwölfen. Soll ich dir eine Probe drauf geben? Gib mal eine Überzeugenprobe. Ja. Ach komm, die schipp ich. Gar nicht so gut. Ja. Aber die ist auch nicht besser. Wahrheit kommt wieder. Gerade auf dieser Insel. Na gut. Und nach und nach bekommen die Kinder, die Fischer, die Steinmetze, die Holzfäller von den Sonnenlegionären einen Stoß in den Rücken. Mal, das erste Mal siehst du es gar nicht so sehr, aber irgendwann merkst du doch, dass die Sonnenlegionäre weiter an dich herankommen und irgendwann stehst du dort nur noch mit zwei Sonnenlegionären. Der Rest ist verschwunden. Es ist noch gar nicht dunkel geworden. Mittagszeit müsste jetzt sein. Aber jeder ist irgendwie verschwunden. Du siehst nur noch die eisernen Minen der beiden Legionäre vor dir. Oh, einen schönen guten Tag, Preios zum Gruße. Wie geht es euch? Gut. Oh, wollt ihr ein paar Preios Blumenkerne? Ich habe hier noch irgendwo welche. Und wartet, hier. Danke, nein. Oh, sie sind sehr köstlich. Das glauben wir dir. Ja, ja. Wir würden uns gleich einmal mit dir unterhalten. Oh, sehr gerne. Worüber denn? Kommt, ich habe fantastische Tee. Wir haben etwas Tee für dich, wenn du möchtest. Und etwas gutes Brot. Oh, sehr gerne. Kennt ihr die Geschichte der Armbrust? Nein. Unglaublich spannend. Also, erzählt sie doch einmal. Die Armbrust. Eine fantastische Geschichte. Eine Geschichte von zwergischem Erfinderreichtum. Wie wir dazu gekommen sind, die große Armbrust zu entwickeln. Die Legionäre nehmen dich in ihre Mitte und gehen dann erst einmal in Richtung des Marktplatzes und dann in Richtung des Klosters. Ja, ich würde ganz entspannt mitgehen. Ja. Würfel mal eine Menschenkenntnisprobe. Ja, alles klar. Ja, auch du kannst hereingeführt werden in den großen Klosterkomplex. Siehst dann eben die wahrhaftigen Symboliken, die Statuen, das ganze Gold um dich herum, Bernstein, teilweise auch ein bisschen Silber. Mhm. Und sie gehen dann mit dir in Richtung eines Kellers. Sehe ich besagte Statuen ohne Gesicht auch? An dieser Stelle nicht, nein. Okay. Gut. Das ist auch tatsächlich nur eine Unterschrift, also ist tatsächlich Kartei Priotin hier, ne, und das hübsche Statue sieht erstmal normal aus. Okay, alles klar. Oh, sehr schöne Handwerkskunst, das muss ich schon sagen. Als Zwerg kann ich das ja einschätzen. Das ist gute Steinmetzkunst. Natürlich, wir Zwerge würden das besser hinbekommen, aber... Ja, ohne Frage. Aber darum geht es hier auch nicht. So, setz dich doch einmal bitte dort auf die Steinplatte. Sehr gerne. Die? Ja, hättet ihr, was habt ihr denn im Angebot? Ein Bier wäre mir natürlich lieber, aber ein Tee ist auch eine hervorragende Idee. Nein, Bier haben wir nicht. Los, das ist traurig. Setz dich dorthin. Ja, sehr gerne. Ich klopf mal auf die Steinplatte. Ja, bequem. Hart. Angenehm hart. Ach, richtig angenehm. Nicht wahr?